Bruder! 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 Komisch. Liebe Mitglieder und Freunde des Fasenclub unter Jesinger, ich darf euch alle recht herzlich zum Häsabstauber 2021 begrüßen. Wir wollen heute unsere Häser vom Staub befreien, damit wir sauber in die Fasensaison 21 starten können. Doch vorher wird noch die Wengerprüfung und die Hexentaufe stattfinden. Aber zuerst, wie immer, unser Fasnet-Gedicht. Jetzt ist mit Narina Roh Fasnet endlich wieder da. Überall in Stadt und Land treibt man's Häs und Snarrenwand. Jeder hat eine Laufe auf, Narrenkap oben drauf, das Rathaus kalt am Narrenrad, bis du in Fasnet wieder geht. Hallo, ja? Kannst du feiern? Weißt du? Ist Kösser auch da? Komm mal. Also, ich weiß nicht. Ja, was ist los? Was sind sie? Ja, was machen wir? Die Flüsse sind mir gefällt. Oh, das passt alles. Ja, was machen wir? Jetzt machen wir weiter, nicht mehr, oder? Ja, also noch machen wir weiter. Aber da hätte ich jetzt vorschlagen, dass ihr schon mal unser Lumberkapello spielt. Auf geht's! Spiel mal! Wurde 2001 gegründet. Das heißt 20 Jahre Dierdorf von Dordorf von Ibral her. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. Auf euch ein dreikräftiges Bude! 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 Oh, jetzt hat sich schon besser. Ne? So, jetzt kommen wir zu unserer traditionellen Wengerlerprüfung. Wie jedes Jahr müssen die neuen Wengerler ihre schwere Aufnahmeprüfung abhalten. Alex und Peter werden sie durchführen. Viel Erfolg! Und die Frage hat lautet, wie heißt die neue Kultkneipe in Unterjesingen? Die Show einfach. Ah ja. Und wenn man die richtige Antwort hört, sofort schreien, das geht Zusatzpunkte. Also. A. Adler. B. Löwen. Löwen, richtig, logisch. Du Blader, du Dumme! Ja, doch gesagt! Wenn du da ganz sicher bist, jetzt bist du auch durchgefallen, ihr zwei. Ist doch sicher, ist doch Löwe. Das ist niemals Löwen. Antwort C wäre glaub Busterbär und Antwort D wäre Lea. Jetzt ist der Lea ist richtig. Und jetzt, was immer? Wieder falsch, ja? Also gut, ihr habt auch nochmal eine Möglichkeit. Adler, Löwen oder glaub Busterbär oder Lea. Ich denke jetzt auch, das Mal ist der Lea. Also gut. Da sind ja jetzt auch aktive Mitglieder bei den Wengerler. Gut abgeschissen. Vielen Dank. Aber so ist es halt. Also vielen Dank, Wengerler, für euer Auftritt. So, und jetzt kommen wir zur Hexentaufe. Ich bin richtig aufgeregt. So viele Neihexen, wie es das hier geht. Ein übelstes Ritual für mich hinterlich. Ich bin gespannt, wie sie das verkraftet. So, los geht's. Corona-Hex! Und darauf drei Kräftige! Bude! Und Bude!
vielen Dank. So, und jetzt wollen Manuel und ich eure Maske abstauben. Bitte kommt alle mit Abstand vor und danach bekommt ihr dann noch den Fasnetzgeist verabreicht, wie immer. Los geht's, auf! Oh, Molle, ist heute noch keiner da? Ja, wer? Immer. Ja, jeder kann ich sehen. Da ist alles ruhig dahin. Ja, warte immer noch. Jetzt starten wir halt mal aus, ja. Ja, halt. So. Oder, und jetzt sagt Luca, das ist unsere Spiele. Ja. Also, los geht's! Das war unser Häsabschaber 2021. Aber jetzt geht's wie immer unsere leckere Maultasche und jede Menge Kaltgetränke. Lena und der Fix haben es bestens vorbereitet. Lasst es euch schmecken. Aber warum trägst du nur Maske? Das hat doch Preis immer so mit Maske, da haben zum Abstauben. Ja, aber doch für die immer mal den Mund- und Nasenschutz. Ach so, also gut. Jetzt grüß Gott. Halt, et Handgerber. Sag mal, wieso denn das? Jetzt wird er aber närrisch. Jetzt baue ich jetzt erstmal in der Küche auf. So, Lena, sind die Wollen fertig? Ja, zwei Stück sind für uns fertig. Zwei Stück? Wieso denn nur zwei Stück? Ja, hast du noch nichts von den Ausgangsbeschränkungen gehört? Hm. Maximal 5 Personen aus 2 Haushalten und nicht länger als 8. Nee, da hätte ich nichts gehört, aber den Schock, den wir uns erstmal verdauen. Jawohl! Halt, Ed anstoßen! Ja, hast du noch nichts von der AHA-Regel gehört? Ja, doch, AHA-Regel, die kenne ich. Das ist doch der lange Ruf von Weiberstadt. Hanoi, aha, bedeutet Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und Alltagsmaske tragen. Oh, nee, aber Rätsel, das darf man noch. Ah ja, klar. Also gut. Ja, da ist ein Klos, da ist ja immer noch niemand da. Da stimmt doch etwas nicht, oder? Manuel, warum weißt du etwas, oder? Vielleicht sage ich das richtig. Ja, morgen, weißt du denn, mit der Corona-Zeit. Ja. Sind die im Lockdown, oder was sind die? Oh je, ja, ja, stimmt ja, wegen dem kommt niemand. Ja, noch neue Schaltung. So, jetzt wünschen wir Elena ein gutes, gesundes Jahr 2021 und ein glückselige Fasnacht. Ein dreikräftiges Buddha! Wohl! Buddha! Buddha! Wohl! Stopp! Was will denn du? Ich will auch mitlenken. Ja, komm her, natürlich, du darfst auch mitlenken. Ein gutes noch, ein glückselige Fasnacht. Glückselige Fasnacht 2020 und ein gesundes neues Jahr. Bis bald! Das war's Abstauben. Feiert Phase, wie es der Brauch ist. Dieses Jahr halt jeder für sich. Zum Wohl. Zum Wohl. Wünschen euch eine glückselige Fasnet. Trinket auch mal ein und schwelget in Erinnerung. Alles klar. Zum Wohl. Wundervoll. Wundervoll. Auf 20 Jahre, Luca! Die Dörfer, von da, da, von überall her! Es geht dagegen! Auf eine schöne Fasnet! Ich, Elle, der glückselige Fasnet! Prost! Liebe Mitglieder! Leider können wir im Jahr 2021 unsere Fasnet nicht so feiern, wie wir uns alle das wünschen. Es werden keinerlei Umzüge und Saalfasneten stattfinden. Da wollten wir euch mit diesem Video ein bisschen Fasnet-Flair übermitteln. Es war gar nicht so einfach, die Zähne Corona-konform zu drehen. Aber ich denke, es ist gelungen. Schön wäre es, wenn man solche Fester wieder mit euch zusammen feiern könnte. Aber das ist ja leider noch nicht möglich. Wir vermissen euch. Aber jetzt gilt es nach vorne zu schauen, auf eine bessere, Corona-freie Zeit. Dann wird dies wieder alles möglich sein. Daher haltet alle durch und vor allem bleibt gesund. Euer Ausschuss vom Fasnetzclub unter Jesinger. Buddha! Toll! Buddha! Toll! Buddha! Toll!